So, du siehst, wir sind gerade in unserem Haus und ich muss leider innerlich so ein bisschen vor mich hin weinen. Wir haben nämlich kaum noch Steine. Das ist total wenig. Das Einzige, was noch halbwegs zahlreich da ist, ist Quarzit. Und da ich jetzt auch nicht weiß, was wir da für eine spezielle Verwendung in Zukunft für haben und wir sowieso irgendwann wieder in den Berg gehen werden, nehmen wir erstmal ein bisschen Quarzit mit. Und das können wir dann auch in Bruchstein umwandeln. Das machen wir jetzt sofort. Alles in Bruchstein umwandeln. Und dann nehmen wir auch gleich noch so Bruchstein, Bruchstein, Bruchstein. Alles in den Ofen. Ich glaube, viel mehr brauchen wir dann auch nicht. So, das nehmen wir auch noch mit. In den Öfen war auch nichts mehr drin, glaube ich. Nee, die sind also alle leer. So, unser Rucksack ist wieder dran. Denn wir sind natürlich schon wieder brechend voll mit irgendwelchen Sachen hier. So Steine, 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 Holz, Holz. Das Holz brauchen wir sowieso erstmal nicht. Das können wir da lassen. Aber die ganzen Steine hier komplett. Quarzit haben wir hier noch. So, alles weg. Den Apfel. Ja, den nehmen wir jetzt mal eben zwischendurch für einen kleinen Snack. Hier haben wir noch Burger drin. Die können wir schon mal rausholen. Die brauchen wir sowieso gleich. Also ganz viel Essen haben wir auch nicht dabei. Was sagt denn unsere imaginäre Köchin, die gar nicht da ist? So, 1x4 haben wir hier noch an Burgern. Und 8x4. 7, 6. Also, hinsichtlich Essen brauchen wir uns, glaube ich, im Moment nicht zu beklagen. Wir gehen nochmal raus. Oh, mit diesen Äpfeln, da kann man sich ja Äpfel reinschieben ohne Ende. Die sättigen ja 0, nichts. Geht ja gar nicht. So, jetzt ist es auf jeden Fall besser. Damit wir jetzt auch vernünftig brennen können und nicht so viel Holz verbraten, nehmen wir noch ein bisschen Bambus mit. Dieser Bambus, den können wir nämlich so, ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schon mal gemacht haben, diesen Ofen. Oh, da kann man so geil durchgehen durch die Reihen. Diesen Ofen können wir nämlich wunderbar cool in Ofen. Diesen Ofen. Nein. So, jetzt nochmal von vorne. Diesen Bambus kann man wunderbar schön in den Ofen schieben. So, jetzt habe ich es richtig gesagt. Einmal noch eine Ehrenrunde drehen. Fällt nämlich immer jede Menge daneben, wenn man sowas macht. Hätte ich eigentlich auch schon viel früher drauf kommen können. Und bei dieser Gelegenheit gucken wir uns mal die Kirche aus der Ferne an. Wie sieht sie denn aus? Ja, nicht ganz verkehrt. Dann haben wir eigentlich Dschungelholz. Dieses Dschungelholz ist nämlich sehr nett. Daraus können wir... Oh. Also, das ist auch so eine Sache. Habe niemals einen Hammer in der Hand, wenn du hier rumläufst irgendwo, weil du ständig irgendwo drankommst und was veränderst. Woraus haben wir denn diese Treppe nochmal gebaut? Treppe des Zimmermanns? Was haben wir denn für einen Stein dafür genommen? Sehen wir jetzt irgendwie gar nicht. Was ist denn das nochmal? Weil das könnte man natürlich auch gut für ein Kirchendach nehmen. Wobei ich so ein bisschen damit liebäugle, dass man vielleicht ein dunkleres Kirchendach nimmt. Aber das überlegen wir uns dann nochmal. Oder wenn wir gerade schon mal hier sind... Ich weiß ja nicht. Wir können ja nochmal eben gucken, was wir da als Kirchendach verwenden können. Du kannst ja mal ein bisschen mitentscheiden jetzt hier. Ich höre dich zwar nicht, aber von den Steinen hier kommt erstmal schon mal nichts in Frage. Dieser Quarzit ist ja auch ein bisschen rötlich, aber nur schwach rötlich. Ich glaube, da kommen wir hier besser zurecht mit den Steinen, die hier sind. Hier haben wir Granit. 1x64, das ist allerdings auch nicht das meiste. Doch wenn wir sowieso mit Rampen arbeiten... Dann, wenn ich mir das gerade so vorstelle, dass man jetzt Rampen als Kirchturmdach verwendet, dann könnte das mit diesem Granit ganz nett sein. Und deswegen nehmen wir den einfach mal mit. Was haben wir hier noch? Das ist Rose-Granit-Pflasterstein. Wirkt fast genauso. Ich würde einfach mal sagen, den nehmen wir sogar noch eher. Der hat, glaube ich, noch einen etwas tieferen Rohton. Wir nehmen den einfach mal raus. Und den auch. Mich würde jetzt mal interessieren... Granit und Rose Granite. Müssen uns das bei Tageslicht angucken. Im Keller bringt das gar nichts, wenn wir uns das anschauen. Das können wir besser hier auf dem Hof machen. So, das ist einmal der, das ist Rose Granit und das ist der normale Granit. Direkt nebeneinander. Da muss ich allerdings jetzt sagen, da finde ich den normalen Granit besser.
der wirkt noch etwas röter. Und das ist, glaube ich, für so eine Kirche. Ich meine, so eine Kirche könnte natürlich auch ein schwarzes Dach haben, ne? Schwarzes Dach? Aber wir haben auch kaum noch Basalt. Sonst könnte man auch das Dach aus Basalt bauen. Wobei sich das dann wahrscheinlich vom restlichen Gestein nicht so gut abhebt. Was wieder für das Rote spricht. Sonst könnte man auch ein Holzdach machen. Ich kann mich gerade nicht so richtig entscheiden. Man könnte das auch einfach aus Eichenholz machen. Aber das ist dann wieder zu basic, würde ich sagen. Deswegen ist der Granit vermutlich die beste Wahl. Also packen wir den Rose-Granit wieder weg. Oder ist auch egal, wir können ihn auch erstmal mitnehmen. Zurückbringen können wir es immer noch. Komm, ein Stückchen fahren wir jetzt mit der Lore. Ein Stückchen fahren wir mit der Lore. Müssen wir die Bahnstrecke auch mal ein bisschen ausnutzen. So, und hier ist dann der Abgang. Die Lore lassen wir jetzt einfach mal stehen. So viel Verkehr ist hier ja nicht. Wir sind hier alleine. Hier muss auch noch eine Treppe hin. Selbstverständlich. So, hier quetschen wir uns mal durch. Die Öfen brennen noch und das tun sie sehr gut. Aber das, was wir jetzt an Stein haben... Oh, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Irgendwie... Ich weiß ja nicht, aber irgendwie brauche ich hier eine Crafting... eine normale Truhe. Nur mit dem Rucksack zu arbeiten, das ist irgendwie nicht ganz so schön. Wir haben da hinten ja auch noch eine Truhe stehen. Die hätten wir jetzt auch noch nehmen können. Da haben wir auch noch irgendwas drin. Aber ich stelle jetzt einfach mal hier vorne eine hin. So, Rucksack. Schlafen wollen wir jetzt nicht. So, da Himmelseichenholz. Und hier mal eine große Truhe hingestellt. Ich finde das irgendwie besser, wenn wir die auch noch zusätzlich haben. Wo stellen wir die denn mal hin? Da passt sie doch schön hin, so halb hinter einen Baum. Kleine Fackel hingestellt. Und jetzt packen wir erstmal hier den ganzen Bambus rein. So, den tun wir erstmal da rein. Können wir nachher wunderbar als Brennmaterial benutzen. Können wir jetzt eigentlich schon als Brennmaterial verwenden. 2x64, Holz raus. Bambus rein. Geh schon rein hier. Nanu. Ach, Moment. Muss noch eben umgecraftet werden. Jetzt geht's. Damit funktioniert's. Zack. Und zack. Als Stöcker und in den Ofen geschoben. Damit funktioniert's doch wunderbar. Okay. Kirche, Kirche. Glas haben wir noch im Rucksack. Da sind wir jetzt aber noch gar nicht bei dem Glas. Wir können schon mal mit den Steinen so ein bisschen arbeiten. Was wir jetzt hier drin haben... Schieben dann gleich bei der Gelegenheit ein paar Bruchsteine nach. So. Dann haben wir die auch wieder voll. Stein 1, Stein 1. Mit unserem Meißel. Fackel brauchen wir jetzt auch nicht. Nur so ein paar Fackeln. Ist auch egal. Hier stellen wir jetzt erstmal nichts rein. Da kommt sowieso... Da werden wir sowieso nachher eher mit Kerzen arbeiten. Wir gehen erstmal wieder aufs Kirchendach. Oh ne, es wird gerade dunkel. Dann können wir uns auch erstmal... ins Bett begeben. Und die Nacht durchschlafen, ohne Monster. So, schon ist die Nacht wieder vorbei. Rauf auf die Kirche. Hin zum Turm. Von der Höhe her passt das hier auch übrigens. Höher muss das gar nicht sein. Wie sieht denn das jetzt mit dem Fenster aus? Moment, erstmal Schiesel. Schiesel. Umwandeln. Und wenn wir schon dabei sind, das gleich mit. So, das ist erstmal was für später. Hören wir nochmal schnell runter, wo wir gerade dieses große Fenster hier sehen. Wie ist das jetzt mit diesem Fenster hier? Was machen wir damit? Ein bisschen hochbuddeln. Ich würde sagen... Zwei. So... Sieht das aus? Kann man das so lassen? Ich meine, ist ja auch ein großes Kreuz. Mit Platz für viel. Oder macht man das insgesamt kleiner? Dann ist es aber kein Kreuz mehr, sondern nur noch ein viereckiges Ding. Nein, gefällt mir nicht. Machen wir groß. Sieht dann auch, glaube ich, besser aus.
wenn wir hinten so eine große Fensterfront haben. Das ist ja auch ein bisschen affig, dass ich immer um diesen Erdblock zulaufen muss. So. Und wieder rauf. Und wieder zum Turm. Mal gucken, wie hoch wir den bauen müssen. Drehen wir erstmal noch so eine Runde. Wagen wir den Todessprung auf die Bäume jetzt? Wir wagen ihn! Aua! Oh mein Gott! So. Essen müssen wir noch nicht. So, wie groß ist er denn jetzt? Wieso wächst hier eigentlich schon wieder alles zu? Irgendwie habe ich das Gefühl, hier wächst schon wieder alles zu. Dieser Baum war eben noch nicht da, oder? Das ist doch echt... Wenn du hier nicht peinlichst genau jeden einzelnen Setzling einsammelst, wo haben wir denn unsere Sense? Wahrscheinlich wird die jetzt kaputt gehen. Aber den größten Teil werden wir auch noch wegkriegen. Okay. Weg damit. Alles klar. Haben wir sogar noch einen Apfel für bekommen. Sind wir sogar noch für belohnt worden. Wunderbar. So, wie sieht das denn jetzt aus? Sollen wir von hier aus betrachten? Ja. Ich glaube, das reicht von der Höhe her. Höher muss das nicht sein. Höher muss der Kirchturm nicht sein. Das lassen wir so. Und wir werden jetzt mal gucken, was wir mit den Rampen machen können. Haben wir Rampen mitgenommen oder müssen wir die erst herstellen? Wir haben nur die Blöcke des Zimmermanns dabei. Und die Barriere des Zimmermanns. Also müssen wir uns an die Rampen wagen. Rampe. Wie stellt man nochmal eine Rampe her? Was haben wir hier nochmal? Schräge Außenrampe des Zimmermanns? Außenrampe, wie baut man die? Steht hier jetzt? Achso, das sind einfach Rampen, die wir dann auch verändern können normalerweise. Also wenn man eine Rampe verformt, dann kommen da die unterschiedlichsten Formen bei zustande. Was ist das denn? Keilförmige Prismarampe. Also das sind alles Variationen von der Standardrampe. So verstehe ich das auf jeden Fall jetzt. Vielleicht können wir da ja auch die normalen Bambusstöcker für verwenden, die wir jetzt in den Öfen haben. Also es geht hier um diese Moso-Bambus-Pfähle. Moso-Bambus, das ist echt ein Zungenbrecher hier. Okay, also. Jetzt aber los. Rucksack. Die ganzen Blöcke des Zimmermanns hier erstmal raus. Die brauchen wir jetzt. Und ab in die Rampenproduktion. Rampe. Bambuspfähle. Bambus, Bambus, Bambus. Erstmal Bambus. Umwandeln. Mal gucken, ob das jetzt mit diesen Bambuspfählen auch funktioniert. Och, schade. Wäre jetzt schön gewesen, müssen wir noch von vorne anfangen. Das funktioniert nicht. Da müssen wir die ganz normalen Stöcker nehmen, aber so viel brauchen wir nicht. So viel brauchen wir davon gar nicht. So, das reicht. Mehr ist gar nicht nötig. Und einmal hier in die Runde gezogen. Das reicht lock. Oh Gott, wir haben viel zu viel. Egal, wir haben es ja. Ist ja nicht so, dass wir geizen müssen. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie wir mit diesen Rampen hier zurechtkommen. Ich wollte immer schon mal so einen spitzen Kirchturm bauen. Ich habe in Minecraft einige Kirchen gebaut. Aber diese spitzen Kirchtürme konnte man natürlich in Vanilla, in der normalen Vanilla-Version niemals bauen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, vielleicht die Möglichkeit dazu. Ich... kann es doch nicht so richtig einschätzen, ob wir damit zurechtkommen. Vielleicht bauen wir einfach mal so einen Erdblock hier. Komplett um die Kirche drumherum. Wir haben noch ein bisschen Erde im Rucksack, ne? Weil wir brauchen jetzt... Also eins steht fest, wir brauchen auf jeden Fall jetzt mehr Erde. Das, was wir jetzt haben, reichte nicht aus. So, Rucksack wieder weg. Und jetzt einfach mal hier komplett um den Kirchturm herum Erde gesetzt. Weil wir ein bisschen Platz brauchen, um die Rampen richtig auszurichten. Es reicht nicht, die einfach zu setzen. Und ich nehme an, dass wir gleich wieder diese Spielerei da haben werden. Wann steht die Rampe richtig? Vielleicht aber auch nicht. Wir haben ja mit auch schon reichlich Erfahrung bei dem Gewächshaus gesammelt.
was wir vor etlichen Folgen gebaut haben. Da hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Mal sehen, wie es hier funktioniert. So, Rampe. Jetzt fangen wir schon mal mit dem Schwierigsten an, mit der Ecke. Wobei das erstmal gut funktioniert. Also das funktioniert jetzt erstaunlich gut. Das Entscheidende ist nachher, wenn wir auf diese Rampen wiederum aufsetzen. Da müssen wir, glaube ich... Wie geht das mit der Erde nochmal? Nein, genau. Das ist... Genau das soll nämlich nicht passieren. Genau das soll nicht passieren. Das passiert aber leider immer. Da muss man hier unten ansetzen und dann immer nur, dass man nicht an die Rampen drankommt. Dann funktioniert das. Also Erde ist immer ein sehr guter Ratgeber bei sowas. Das wäre ein ziemlich flacher Kirchturm, ne? Irgendwie. Oder so. Ich hatte mir jetzt so insgeheim erhofft, dass der vielleicht etwas höher wird. Der ist jetzt total flach. Och nee. So flach ist der jetzt. Ja klar. Hätte ich auch drauf kommen können. Wollen wir hier nicht runterfallen. Aber der ist ja jetzt sauflach. Der soll eigentlich ein bisschen höher sein. Aber der ist jetzt halt so. Ich kann das jetzt auch nicht irgendwie überbrücken, indem ich hier noch Blöcke zwischensetze, dass der höher wird, weil der Kirchturm ja insgesamt relativ klein ist. Da habe ich jetzt eigentlich überhaupt keinen Spielraum. Obwohl, eine Sache können wir noch machen. Moment, wir machen das ganz anders. Wir reißen das wieder ab. Warte mal. Wie können wir das denn machen? Und da müssen wir das gar nicht abreißen. Das setzen wir hier unten jetzt nochmal mit den Rampen an. Wir können das Ganze ja noch ein bisschen breiter machen. Nein, genau, wir lassen das so, wie das war. Müssen wir jetzt allerdings die Erde wieder abreißen, die wir jetzt rundherum gebaut haben. Wir gehen einfach mal hier rum. Wir bauen das von hier wieder ab oder können das auch von hier aus machen. Erde haben wir ja auch genug, die kann erstmal runterfallen, die müssen wir auch nicht wieder einsammeln. Wozu auch? Aua! So doch nicht. So, weg damit, weg mit der Erde. Und jetzt könnte man... Lass mich mal eben überlegen. Man könnte das jetzt so machen. Also nochmal komplett um den Kirchturm herum gebaut. Aber mit etwas Abstand, nicht so knapp da dran. So. Ja, genau. Nee, alles gut. Nicht schon wieder dunkel werden, bitte. Noch nicht. Bitte noch nicht. Weil das sieht jetzt doch ein bisschen komisch aus, wenn das Dach da in dieser Form jetzt aufsetzt. Wie sieht denn das aus, wenn wir jetzt hier einfach nochmal Rampen dran setzen? Ich glaube... Nein! So bitte nicht. So. So, jetzt bin ich mit auf die Ecke gespannt. Jawohl. Ich glaube, das nimmt Gestalt an. Ich glaube, so können wir das machen. Wollen wir eben ins Bett hechten von hier aus oben. In einem Supersprung direkt ins Bett. Ob das so funktioniert? Sterben tun wir nicht bei dieser Höhe, oder? Wir werden sogar ganz auf die Erde springen können. Das wäre todesmutig gewesen. Todesmutig. So, todesmutig haben wir die Nacht überstanden. In Windeseile. Und wieder hoch. Auf die Kirche. So macht das Spaß. So macht das einfach Spaß. Wenn das auch mit diesen
Rampen funktioniert. Na, so natürlich nicht. Einmal ganz rum und schon sind wir rum. Ja. Ich weiß noch nicht, ob das so die richtige Dachform ist. Ach komm. Wir setzen einfach mal den... Genau. Nee, das ist Rose Granit. Entschuldigung, das ist eigentlich nicht der Granit, den wir wollen. Obwohl, jetzt sieht er auch nicht... So schlecht sieht er auch nicht aus. Der ist ja ein bisschen dunkler als der andere Granit. Vielleicht ist das gar nicht so verkehrt, wenn wir Rose Granit nehmen. Wir können noch einmal den Kontrast zu dem normalen Granit verwenden. Der würde so aussehen. Tja, was ist jetzt besser? Ich würde sagen, wir haben Rose Granit noch nie verwendet. Wir verwenden den jetzt das erste Mal. Der sieht, da ist ein bisschen mehr Grauanteil drin. Das muss gar nicht so strahlend hell sein. Deswegen entscheiden wir uns jetzt für den Rose Granit. Rampe wieder dran gesetzt. Zack. Rose Granit. Und einmal in die Runde. Moment, wir können das eigentlich, glaube ich, viel besser von oben machen. Muss man sich nicht so um diesen Kirchturm drumherum stöckeln. Das kann man besser so machen. Oh. Ja, das passiert immer wieder. Zack. Die Erde, die jetzt von innen da noch sitzt, die machen wir nachher weg, wenn es um den Innenausbau geht. Aber das ist doch... Also, ich möchte es jetzt mal ganz vorsichtig ausdrücken. Ich glaube, es ist nicht ganz schlecht, was wir hier gebaut haben. Vom Dach her. Sieht irgendwie witzig aus. Sieht ein bisschen... Ich weiß noch nicht, ob das eine unheimliche Kirche wird. Das sieht im Moment eher aus wie so ein... ich weiß nicht was. Aber im Moment ist das, glaube ich, nicht das, was ich damit bezwecken wollte. Moment, hier machen wir nochmal so einen Durchgang drüber. Ich weiß noch nicht, ob der hier richtig angebracht ist, aber... Ja, wir setzen ihn erstmal. Mach mal die Erde weg, damit wir jetzt auch richtig sehen, wie das wirkt. Allerdings müssen wir da mal eben draufklettern, sonst kriegen wir die Erde hier nicht restlos weg. So, einmal ganz rum und weg der ganze Rotz. Also ich weiß gar nicht, was man hier ohne Erde machen würde. Allgemein in Minecraft. Die Erde ist so ein hilfreicher Begleiter bei allem, was man macht. Egal, welche Projekte man startet. Alle Bauten, die ein bisschen höher sind, sind ohne Erde. Gut, klar könnte man auch andere Materialien verwenden, aber Erde kann man auch am schnellsten wieder abreißen. So. Jetzt noch einmal ein Eindruck. Ich glaube, wir müssen auch gleich mal ein Stück mit den Schienen fahren, um das zu sehen. Ja. Ja, was sagst du denn? Hm? Was meinst du? Also, ich habe schon schlimmere Kirchtürme gesehen. Komm, wir gehen mal eben. Wir fahren mal eben ein Stück die Schiene entlang. Wir fahren mal eben ein Stück. Einmal Richtung Haus. Stupsen. Die Lore kurz an. Und fahren hier einmal so entlang. Ach, wir lassen das so, oder? Wir lassen das so. Ich überlege jetzt allerdings gerade, wenn wir das Dach da drauf setzen, dann wird dieser Kirchturm vermutlich nicht hoch genug sein. Ich weiß es nicht. Also es kann sein, dass wir den nochmal höher setzen müssen. Wäre vielleicht sinnvoll gewesen, erst das Dach von der übrigen Kirche zu bauen. Aber so ist es auch nicht schlecht. Schauen wir uns das mal an. Rose Granit, wir haben gar nicht mehr so viel Rose Granit. Das macht mir gerade etwas Sorgen. Wir haben nur noch 28 Rose Granit. Wir müssen natürlich das übrige Dach jetzt ebenfalls in diesem Farbton bauen. Und da mache ich mir jetzt gerade ein wenig Sorgen.
Wir bauen einfach mal und schauen uns dann die Relation nochmal an.